Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guess the Game. Heute mit allen außer Sebastian und wir spielen die Tage 46 bis 50. Hier in diesem Format kriegen wir von dieser Webseite, auf die ihr auch gerne gehen könnt, immer so kleine Ausschnitte von Screenshots, manchmal sehr verpixelt und müssen kleine versuchen, Ausschnitte beschreibt es gut. Wo kann ich mir da nochmal Tipps holen? Das wurde mir immer gesagt, dass ich das nicht bei gemacht habe. Google.de. Naja, du kannst, wenn du, also wichtig ist, wenn du das richtige Franchise getroffen hast, gibt es nicht rot, sondern gelb. Dann weißt du schon mal, dir fehlt nur der Teil. Oh. Ah, ja, okay. Alles und klar. Es oben links in der Ecke der Screenshots stehen immer so Sachen ja. Wie Metascore oder Konsole oder sowas. Okay. Mehr kenne ich auch nicht. Ja, total easy. Bis rein gleich. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Okay, gehen wir mal wieder eine Runde verkacken. Nummer 6. Ach du Scheiße. 46. What the shit ist das denn? Lol, es gibt eine Lupe. Es gibt eine Lupe. Hallo? Ach, die hören mich nicht. So, gehen wir mal rein. Die letzten waren leider nicht so gut. Ach du Scheiße. Es sieht aus wie Fenster, oder? Geil, okay, es gibt jetzt einen Vergrößerungslaser. Ich hab gar keine Ahnung. Hier, das ist vielleicht das Castlevania. Irgendwie von außen. So, 46 rein. Was ist das? Das Undertale. Das ist nicht Undertale. Scheiße, ich dachte, das ist Undertale. Es gibt jetzt eine Lupe. Was ist das denn? Es gibt eine Lupe für Menschen wie mich, damit man sich die Sachen hier genau analysieren kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Also wirklich gar nicht. Also ich kann es nicht erkennen. Ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt dreidimensional ist oder nicht. Das erst erinnert mich das an sowas wie Gameboy-Grafik. Aber das ist ja zu krass für Gameboy-Grafik, glaube ich schon fast. Ich frage mich, ob das so ein Indie-Game ist. Was zum Fick bist du? Castlevania. Okay, es ist gar kein Castlevania. Okay, also das ist halt offensichtlich komplett schwarz. Schwarz-rot. Und es ist too old for Metacritic. Was ist das denn hier? Vanishing of Ethan Carter. Nein! Too old for Metacritic. Oh Gott, das ist wieder so ein super steinaltes Spiel, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was das ist. Classic Snake Adventures ist das. Oh. Too old for Metacritic. Too old for Metacritic? Aufgrund des schwarz-weißen Dings. Ich hab's gesehen, dachte mir, okay. Gott, scheiße, Alter. Was passiert hier wohl? Machst du mal ein Fass nach unten? Ja, fassungslos. Vielleicht ist das ein steinaltes Final Fantasy. Sowas wie 3 oder so. Okay. Dann ist das Pong. Das Startbild. Okay. Pitfall. Beyond the Super Pitfall. SNES. Oh. Oh, das sagt mir aber irgendwie nichts. Boah, ich weiß es noch nicht. Ich meine, ich habe dieses Lächeln schon mal gesehen. Ich finde es so cool, dass es jetzt so eine Lupe gibt. Ich habe das Lächeln schon mal gesehen. Ich sage immer mit Clown. Da. Okay, was könnte zum Super Nintendo kommen und sehr alt sein und eine alte Spieleserie sein? Mit Burgen. Irgendwas mit Knight. Das sieht nicht aus wie Secret of Mana. Was ist das denn? Das hier. Aus Castlevania? Nee. Das sieht doch nicht aus wie Castlevania. Castlevania war damals ja noch dieser komplette Sidescroller. Nee, es gibt so ein Super Nintendo-Spiel. Davon ist auch dieses andere 2D-Spiel. Scheiße, mir fallen gerade überhaupt gar keine Namen ein. Leg mich, The Undertales ist davon inspiriert. So. Earthbound heißt das. Schade. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Er weiß es nicht. Ein SNES. Castlevania.
nicht. Night Quest. Es sieht, Leute, das sieht aus wie Yoshi's Island, die Blumen. Aber das ist hier nicht. Sieht alles wie Yoshi's Island aus. Das ist Bomber. Das ist Bomberman. Alter. Ja, für Bomberman. Es ist nicht Bomberman. Ist das Mario? Mario RPG? Das sieht aber nicht aus nach Seven Stars. Ist noch andere RPGs? Da könnte man erst recht an Earthbound denken. Leck mich am Arsch. So diese geilen, glücklichen Farben auch. Ist das ein Mario RPG? Wie heißt das denn? Ist das einfach nur Mario RPG? Oder ist das hier Super Mario RPG Legend of the Seven Stars? Okay, immerhin bei der 4. Ich nehme mal stark an, dass Christian das deutlich vorher hinkriegt. Boah, leck mir am Arsch. Die 5, okay, da hätte man dann Mario zumindest gesehen. Das ist ja schon mal was. Okay. Es ist ein Mario-Teil. Welcher? Für den SNES. Okay. Mario. Level-Up-Bonus. Castlevania 2. Es ist Yoshi's Island? Nee. Es ist halt keine Ahnung. Also da stand auch Super halt dran, ne? Also vielleicht ist es das ja wirklich. Aber warum hat das so einen langen Namen? Okay, dann sind wir bei irgendwas anderem. Okay, ich... Pff. Ja! Und nur wegen den Yoshi's Island Blumen wusste ich, dass das Mario Franchise sein könnte. Okay, das ist... Okay. Ich hab keine Ahnung. Ist die Lost Levels? Square. Okay, Moment. Das Vieh hier vorne ist einer der Leute. Ist das Super Mario RPG? Das ist das Super Mario RPG. Gibt's da mehr? Legend of the Seven Stars? Okay. Ich wusste nicht, dass es Legend of the Seven Stars heißt, aber... Also, boah, wer hier Super Mario RPG gesagt hat, überpro. RPG? Könnte sein. Battle League. Nimm das. Nailed it. Oh. Hab ich das schon mal gesehen? Das sieht ein bisschen aus wie Tomb Raider. Oder Uncharted. Ich gehe trotzdem mit Tomb Raider erstmal. 47. Das sieht aus wie Uncharted 2. Ich hab... Nee. Nee. Auf jeden Fall neuer. Als SNES. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ein... Ich nehme mal... So die ersten Dinger sind halt so Sachen... So, ich muss die Franchise suchen. Und dann hoffe ich einfach, dass das vielleicht dabei ist und dann kann ich immer noch gucken oder ist halt was ganz anderes. Aber ich meine, ich suche halt ein Franchise raus, was viele Teile hat, was halt so passen könnte. So, keine Ahnung, Seifenfilter hätte ich vielleicht noch nennen können. Das sieht aus wie Darksiders. Ich gehe mal mit Uncharted 2. Da war zumindest... Hey. Oh, Metascore 70. Also Eisspiel, moderneres Spiel auf jeden Fall. Ich würde sagen, welche Ära, keine Ahnung. Kann natürlich alles Mögliche sein, aber ich tippe jetzt mal so Xbox 360, PlayStation 3 Ära. Könnte aber auch später sein, könnte neuer sein. Man sieht hier hoch. Ich dachte erst an einen Call of Duty Teil, aber ich kann mich zumindest an die Map nicht erinnern. Dann denkt man drüber nach, welche Eisspiele gab es so. Und da fällt mir gerade vor allen Dingen Dead Space 3 ein, was viel im Eis war. Deswegen probieren wir das mal. So richtig viel kann ich jetzt hier auch ehrlicherweise nicht mitnehmen. Okay. Und zwar Rise of the Tomb Raider. Why not? Nicht mal das richtige Ding. Oh, was ist das denn? Hast du schon mal gesehen, diese Stacheln? The fuck? Metascore 70% ist schon mal schlecht. Okay, jetzt bin ich wieder raus. Weil sowas wie Darksiders zum Beispiel, also das, die Stadt und so, das erinnert mich ein bisschen an Darksiders, aber...
Das hatte doch mehr als 70, oder? Erstmal ist das schlecht. Also ist wahrscheinlich kein super gutes Spiel. Nicht so allgemein gepraised. Und andererseits ist die Chance dann, dass ich es nicht kenne, natürlich deutlich höher. Es gab mal eine Zeit, da kam Infamous raus, was deutlich besser war. Und da kam noch ein anderes Spiel raus, was gar nicht so unähnlich war. Aber das wird es auch nicht sein. Was kann das denn sein? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. So auch von diesen... Das sieht halt so komisch. Wie heißt denn dieses andere Spiel, was nicht Infamous ist? Mann, ey, das ist doch scheiße. Ich weiß es nicht. So ein Spiel, das Sucker Punch heißt. Nee, schade. Axel, das hatte mehr als 70. Das erste, das war echt cool. Was ist denn noch so eine könnte auch Prototype sein. Aber eins war auch nicht so schlecht. Axel, das 1 dürfte das sein. Nee. PC, PS4, Xbox Run. Crysis oder so? Crysis. Nein. Ich nehme trotzdem mal ein Famous. Aber das ist es logischerweise nicht. PS4 und Xbox One sogar. Oh, nee, Alter. Wie heißt das denn? Ich weiß den Namen nicht mehr. Irgendwie Unleash oder... Oh, scheiße. Scheiße, wie heißt das? PS4 und Xbox One. Oh, Shitty McTitty. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das spielt. Es ist ein Multiplattform-Titel, ist gut. Das kann also nichts Konsolenexklusives sein, wie Infamous zum Beispiel. Das würde dann auf jeden Fall nicht passen. Aber was zum Fick ist das? Ist das dann ein Ego-Shooter zum Beispiel? Oder ist das so ein Third-Person-Shooter? Ist das oder überhaupt ein Shooter? Oder ist das hier so ein Button-Smash-Game? So ein Bayonetta-Style-mäßiges? Oh, ich habe wirklich gar keinen Plan, Alter. Das ist das, wo du, glaube ich, deine Hände so mutieren kannst und so ein Typ. Avengers. Marvel's Avengers. Nee. Wait, what? Originalplattform ist PC, PS4 und Xbox One. Division? Tom Clancy's The Division. Biomutant ist das nicht. Ein anderes Spiel? War das PlayStation exklusiv? Weiß ich nicht. The fuck ist das? Das ist ein Action-Adventure? The fuck ist das denn jetzt hier? Ist das so, ich wäre gern Dark Souls, aber kann es nicht sein, weil ich scheiße bin? Das sieht aus wie eine Stadt aus einem Souls-Teil, aber kein Souls-Teil hat eine 70er-Wertung. Wenn ich das hier sehen würde, würde ich sagen, aber Darks, irgendwas Souls-like-mäßiges. Wenn ich das hier so sehe und das hier, dann würde ich sagen, nee, mit dem. Oh, da ist sogar ein Auto. Irgendwas Zombie-Action-Adventure. Mit der Critics Score von 70, das habe ich gerade übersehen. Das hier, ja, also ich denke mal, wenn du das Spiel kennst, wirst du hier sofort wissen, was es ist. Das taucht ja immer wieder auf. Aber... Je ne sais pas. Devil May Cry. Okay, 2019, ich weiß nicht, wer du bist. Action Adventure, ist das ein Devil May Cry? Ahnung, Devil May Cry 4. Vielleicht ist das nicht so gut. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist das nicht. Das ist ein Anime-Game von 2019. Tja, was gebe ich da jetzt ein, wa? Ich überlege gerade so Serien durchzugehen, die vielleicht mal einen scheiß Ableger hatten. Aber ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, welche. Also mir fällt da gar nichts zu ein. So Lords of the Fallen vielleicht. Sowas. Nein. Ach, das ist irgend so ein Asia-Schmu. 2019. Alter, keine Ahnung. Nio. Aber ich glaube, Nio ist immer gut angekommen, oder? Oder Nia? Wie heißt das andere? Nia? Weiß nicht. Alter. Ich weiß es nicht. Devil May Cry ist das nicht. Devil May Cry war auch richtig gut. Die sagen mir alle gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wer du bist.
Hentai Girl. Hentai vs. Evil. Bandai Namco Entertainment, ja. Xeno, das kam eigentlich dann nur noch für... Ja. Nier gehört auch nicht dazu, okay, dann nehme ich Neo. Ich weiß es wirklich nicht. Kann's gar nicht sagen. Code Vein. Habe ich noch nie von gehört. Code Vein. Kenn ich. Keine Ahnung. Sex. Sexius. Code Vein. Wäre ich nie drauf gekommen. Da bin ich natürlich Anime Main. Anime Studio Story ist das bestimmt. Code Vein. Habe ich schon mal gehört. Und das ist The Forge. Oh, ist das dieses Spiel, wo du diese Waffen bauen konntest? Oder ist das... Ne, also Borderlands ist es kein Cell-Shading. Aber es gab doch mal so ein Spiel, wo man seine Waffen selber bauen konnte. Ist es das? Ist es einfach The Forge? Demon's Forge, Quest Forge. Okay, das ist sehr rustikal hier. The Forge... Wir haben hier schöne Beleuchtung. Es ist so ein bisschen fröhlich, so ein bisschen von den Farben, auch wenn es natürlich super braun ist und so. Ich habe das Gefühl, dass ich das wissen müsste, aber nicht weiß. Outer Worlds ist es nicht, aber ich glaube, das hatten wir auch schon. Nehmen wir mal ein Ratchet und Clank. Wer ist das, ein altes? Nee. Guter Metascore-Wert. Ich glaube, es ist Questforge by Order of Kings. Nein. Es ist mit einer 85 richtig gut. Ist das Deep Rock Galactic vielleicht? Ja, wow, holy shit. Da habe ich aber ganz tief in meinen Brain reingeguckt, ne? Holy fuck, ey. Das haben wir einmal gespielt oder vielleicht haben wir zwei Folgen dazu gemacht. Das ist so immer mal wieder im Kommen gewesen, war von Microsoft. Und ich glaube, wir haben das sogar Pre-Release gespielt. Boah, ey. Okay, krass. The Forge. Galactic. Ah, Deep Rock Galactic. So. So. Was ist das? Sehe ich jetzt über... Nee, Herr der Ringe kann es nicht sein, weil es natürlich hier so... Vielleicht irgendein Star Wars? PC und Xbox One. Nee, auch gar kein Star Wars Teil. Oh, ist das Ding, wo man Scheiße. Oh, das habe ich gespielt. Auch mit den Zwergen. Ich habe keine Ahnung. Doch, Deep Rock Galactic. So hieß das nämlich. Deswegen war ich die ganze Zeit mit meiner Survivors, das spiele ich ja gerade. Ah, okay. Oh mein Gott. Oh, da ist so ein Vampire Survivor Klon rausgekommen. Deep Rock Galactic. Okay, wir haben Braun in Grau. Wunderschön. Wir haben hier rechts so ein Modul, so ein Gebäudemodul, das mich an irgendwas erinnert. An sowas wie Starfield erinnert mich das. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wir müssen auch mal ein bisschen Metagaming machen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Ding schon erschienen ist, bevor Starfield überhaupt rauskam. Ansonsten von der Optik würde das so einigermaßen vielleicht passen. Könnte natürlich aber auch alles mögliche andere sein, weil das sieht halt aus wie so ein random gesetzter Block. Was ist das? So, gehen wir mal wieder ran, taktisch. Das sieht so ein bisschen futuristisch aus. Sieht aus wie eine Plattform. Ich würde mal tippen, ist auch noch nicht ganz so neu. Der Hintergrund ist ein bisschen unscharf, dafür der Vordergrund ein bisschen schärfer. Sagt mir noch nichts. Keine Ahnung. Ich sag mal, könnte irgendein... Weißt du, irgendein Final Fantasy Ausschnitt. Beispiel aus Final Fantasy... 13 oder sowas. Oder 12 könnte es auch sein. Ich versuch's mal mit 13. Mit so Stelzen, wie halt aussieht, als wenn man so rumlaufen könnte, wäre mein erster Guess gewesen, irgendwas Final Fantasy-mäßiges. Aber ich wüsste nicht, die Grafik ist dafür ticken zu realistisch. Dann bin ich fast bei Kommandos oder so. Ich weiß nämlich nicht, ob da oben ist was.
Helikopter? Ne, das ist einfach noch so ein Haus. Also Astroneers oder so könnte das auch sein. Wie heißt das denn nochmal? Astroneer heißt das. Ist es nicht, aber Starfield ist es auch nicht. Ich gehe mit Final Fantasy trotzdem einfach mal. Nicht das richtige Franchise. Metacritic-Score von 88. 88er Metacritic. Das weiß ich nicht. Ist auch gar nicht in dem Franchise. Lol, das ist Apex Legends. Das habe ich gespielt. Hätte ich das da erkennen können? Nee. 88% Metascore ist ziemlich gut. Was bist du? 88. Ganz gutes Spiel. Team Fortress? War 1? Nee. Was zum Fick? Das ist ein Strategiespiel. So, diese Berge sagen mir gefühlt was. So, sieht halt alles optisch ziemlich scheiße aus, finde ich. Ja, gefühlt sagen mir diese Berge was. PC, PS4, Xbox One. Okay, das... Was ist das? Scheiße. What the fuck? Boah, ich hab gar keine Ahnung gerade. Das ist halt irgendein Riesenschreiter oder so und der ist da hingefallen. Oder gekillt worden. Aber Halo Wars kann es nicht sein, weil es auch für die PS4 gekommen ist. Ja, bei Strategiespielen bin ich leider ein bisschen lost, muss ich sagen. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, also das sieht ja jetzt nicht aus wie ein Command & Conquer oder ein Age of Empires. Das sind so die Strategiespiele, die ich so kenne. League of Legends könnte man ja vielleicht auch noch dazu zählen. Das ist eher so ein Science-Fiction-Strategiespiel, wo man irgendwie so Monster-Shit macht. I don't know. Skip. Oh mein Gott, ist das... Ja, Battle Royale. Das ist das EA Battle Royale. Oh mein Gott, wie hieß das noch? Ich weiß, dass wir mal so ein Spiel gespielt haben, das würde dazu passen mit so Monstern und so. Oh, ich gehe aber erstmal mit Hand Showdown erstmal. Das wird nicht sein. ein Dropship, das ist, scheiße, das ist... Ich komme nicht mehr auf den Titel. Voll, nee, ich weiß es nicht. Scheiße, wie heißt das noch? Ja, ich gebe mal trotzdem Halo Wars ein, das ist leider falsch. Nein, das ist Apex. Apex, Alter, ich bin so komplett lost, daher kenne ich das. Oh mein Gott, wie schlecht das war! Oh mein Gott, es ist Apex Legends. Oh mein Gott. Ja, ja, oder? Ich komme nicht auf den Titel. Wie hieß das denn noch? Immer mit A. Apex. Da habe ich es nicht erkannt. Hier bei den Gebäuden hätte man es erkennen können. Apex. Apex Legends. Boah, über Legends bin ich drauf gekommen. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. So, ich fühle mich... Ach du Scheiße, was? Ja, einfach go. Junge, das muss man dann halt auch kennen. Okay, keine Ahnung, das ist Pong. Das kenne ich. Let's go. Was soll das denn sein? Nee, das ist es nicht, oder? Ist das Undertale? Nee. Ach du Schande. Cool. Scheiße. Das letzte. Scheiße. Nidhogg. Ja. Nidhogg. Geil. Oh. Bin ich gespannt, wie gut die anderen waren. Nidhogg. Ich denke gerade an Nidhogg. Nidhogg. Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Holy shit! Ja, es ist ein altes Castlevania. Wo wir schon wieder bei demselben sind wie vorhin. Ich sag mal, es ist Castlevania oder Pong. Wie heißt denn das noch? Oh. PC, ported to PS4 und Vita. What? Soll die originale Plattform PC, Alter. Das hat Öl, das sieht aus wie eine Ölpumpe. Okay. Oil. Dr. Oil. What? Okay, ich hab keine Ahnung. Ja, doch, das ist das. Oh. Wie hieß das denn noch? Das ist aber Teil 1, oder? Es ist Snake vs. Snake. Oh! Ja. Das habe ich schon mal gespielt. Mir fällt der Name noch nicht mehr ein. Das haben wir auch ein paar Mal gespielt. Da haben wir ein paar Videos zugemacht. Ich will immer Genital Jousting sagen, aber so heißt das nicht. Ja, ist das Spiel nochmal. Ich glaube, das war relativ weit unten in meiner Steam-Liste. Das hieß aber auch nichts mit Wurm. Oder? Ich weiß halt, welches Spiel das ist. Das kotzt so an. Wo du halt immer da fechten musst. Weil das so relativ schnelle Spiele sind. Ja. Ich werde nicht auf den Titel kommen, nur durch die Bilder. Sword Fight. Nein, wie hieß denn das noch? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ja. Nidhogg. Wäre ich nie raufgekommen. Okay. Wie hieß das? Nidhogg. Okay, da wäre ich so nicht drauf gekommen. Ja, Nidhogg und Nidhogg 2. Damn it! Wir sind alle durch. Wir haben alle unser Bestes gegeben. Und das war nicht viel. Ich glaube, das war die schlechteste Runde, die ich ever hatte. Ja, ich fand die teilweise auch echt schwer. Ich fand so fucking Super Mario RPG, so muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Ja. Da muss man halt mal erstmal drauf kommen, ne? Das bin ich drauf gekommen. Easy. Ja, ich auch drauf gekommen. Ich und habe. Lucky, ehrlicherweise. Wo ich nicht drauf gekommen bin, ist Code Vein. Ist da jemand von euch drauf gekommen? Nee. Natürlich nicht. Nee. Kenn ich nicht. Was ist das Anime-Zeug da? Was ich dachte erst, das wäre Nio oder Nia oder wie das heißt. Ja, das hat mehr als 70% Metacritic. Ja, wo soll ich das wissen, Alter? Die habe ich nie gespielt. Ich dachte halt, die machen halt Spiele, die halt auch, die man doch spielt mal. Ja, deswegen nicht einfach sich nur mit Schmerzen. Ja, aber bei 70% Metacritic dachte ich mir direkt, das kennst du nicht. Habt ihr Deep Rock Galactic erkannt? Ja, first try, direkt. Boah! Okay, nice. Ja, hab ich erkannt, nur weil ich das Vampire Survivor-Ding gemacht habe. Ja, genau, ich auch. Ich hab das andere Spiel nicht gespielt. Ich hab ein einziges Spiel, glaube ich, von den fünfen gespielt. Und das war Nidhogg und das wusste ich nicht. Da bin ich nicht mal auf den Namen gekommen, bei Nidhogg. Ja, da fehlt mir der Name. Hab ich auch First Try. Oh mein Gott, Bram, ich auch. Oh mein Gott, ich war so stolz auf mich. Holy shit, das hast du alles. Also Apex habe ich natürlich gespielt, klar. Apex bin ich auch nicht auf den Namen gekommen. Ich wusste sofort, also irgendwann wusste ich so, yo, das ist das Battle Royale-Ding, aber ich weiß nicht mehr. Bei der riesigen Gottesanbeterin, finde ich, hätte man das schon wissen können, aber das habe ich auch leider da nicht geschafft, erst ein Spiel. Das habe ich nicht gecheckt. Ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, das wäre ein Strategiespiel, weil das so eine von oben Optik hatte. Ich biete 3 richtige. Ich biete 4 richtige. Ich biete auch 4 richtige. Raus. Ja, dann bin ich raus. Okay, Bram, du hast 2 First Try gemacht, das ist natürlich insane, ne? Ja. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rote insgesamt. Zählen die von der 47, zählst du die mit? Nee, die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Okay, dann habe ich auch 7 rote. Oh mein Gott, Bram, wir haben exakt gleich viele. Ja. Und ja gut, dann GZ an dich. Ja, ebenso dann. Das ist so schmerzhaft. Ja, danke schön. Das war mal wieder eine Folge Guess the Game. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitraten und uns dabei zusehen. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.